Ich glaube, ich mache mal ein paar Wachpatrouillen in die Zellen rein. Wolltest du das nicht vorhin schon machen? Ja, aber ich habe das erstmal nur in einem Zellenblock gemacht, weil das wahnsinnig viele Konzentrationsarbeit ist. Und wenn die dann doch nicht da reinlatschen, die blöden Hunde, Katzen, Maus, ja. Aber ich finde, das Spiel bräuchte Wachotter. Ja. Konzentrationsarbeit im plus ein Architekt, ne? Das ist echt. Ja, vor allem fällt dir ja, wenn du mal so nah dran gehst, auch auf, dass wir hier zum Beispiel ein Feld hatten, wo Erde war, aber kein Fliesenboden. Nein. Ich würde mich freuen, wenn meine Hunde mal was finden würden. Also Hund, Katze, Maus hier was finden würden. Weil wir hatten schon lange keine Überprüfung mehr nach. Ne? Weil das wäre natürlich geil, wenn wir jetzt feststellen, dass du nur in die Zelle reinlegen musst. Und dann hat sich das mit den blöden Fluchttunneln relativ schnell ergeben. Ich weiß ja auch nicht, wie lange die brauchen, um so einen blöden Tunnel zu graben, weißt du? Ob das realistisch ist, über mehrere Wochen, ne? Oder ob das Spiel sagt, der fängt jetzt an und ist gleich fertig. Ich mein. Forschung. Ich habe gerade eine Tür gesehen, die Forschung war. Lass uns sofort das Spiel löschen. Alles planieren. So, ich bin fertig. Womit? Mit meiner Planung. Mit dem neuen Zellenblock. Was ist denn jetzt passiert? Ach, dieses blöde Icon hat sich schon wieder da reingemixt. Scheiße. Blödes Spiel. Können wir nicht mal zur irgendwas... Frage. Hm, was denn? Darf ich kurz was bauen? Wegen mir? Okay. Ja, aber dann ziehe ich hier schon mal Fundament. Ich glaube, wir müssen gleich die Küche vergrößern, oder? Die dürfte nicht mehr ausreichen. Sagt mir mein Gefühl. Könnte gut sein, ja. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, da vielleicht vorher die Bäume abzutragen, weil das ist unser Schlosspark gewesen. Oh, ja. Ich sag ja, wer mit Niklas spielt, der geht pleite. Gar nicht. Du sagst Bescheid, wenn du fertig bist, ne? Mhm. Der Zeimann, ne? Der übergibt mir seine zwei Zuschauer. Vielen Dank dafür. Guten Abend. Juhu. Nabend, du Nudel, wat geht? Wer war denn nochmal der mit der Nudel? Ja, auf jeden Fall nicht. Hey. Mit Nudeln, Nudeln, Nudeln. Ich bin fertig. Nudeln. Der macht jetzt Musik, ne? Ich bin eine gute Nudel. Wie hieß er denn nochmal gleich? Taddel. Taddel hat doch immer von Nudeln gesprochen, oder? Kennt ihn überhaupt noch einer? Wer auch? Das ist eine gute Nudel. So, Simon, wie war es denn? Schönen Stream gehabt, viele nette Leute. Prison hat sich verändert, inwieweit? Klär mich mal auf.
Ich meine, ich bin ja auch schon ein paar Jahre an Prison-Architekt. Ich meine, ja, da hat sich viel... War ein geiler Stream. Wieder ein gutes Spiel gefunden. Was habt ihr denn gespielt? Baust du gerade, Niklas? Nein. Nur noch eine Tür setzen. Die Bewegungspunkte haben sich stark geändert. Diese Routenplanung hier, Patrouillenplanung, die ist, wann ist die denn reingekommen? Die ist, gibt's auch noch nicht so lange, ne? Patrouillen? Vor allem gibt's jetzt zwei davon. Ich kann jetzt einen blauen Kreis und einen rosa Kreis machen. Und die dürfen sich sogar überlappen. Und wir testen heute mal, ob es Sinn macht, die Patrouillen in die Räume zu führen, also in die Zellen, um dann da festzustellen, dass da vielleicht jemand mit unserem Hotel California hier nicht ganz einverstanden ist und den Ausweg sucht. Um das mal sanft zu unterstreichen. Das ist ein guter Plan, das gab es aber seit dem letzten Update, ne? Auch schon eine Ecke hier. Ja, ja. Seit dem Psychisch-Kranken-Update. Achso, da war das mit drin? Mhm. Wir spielen das einfach schon. Da war es mit drin. Merkst du, ne? Mhm. Merke ich. Ja, so ist das. Oh. Ich habe Artrifical Defense gespielt. Geiles Indie-Game, der Entwickler braucht Support. 50 Cent auf Stream, jeden Cent wert. Ist das gut? Worum geht's da? Jede Nacht eine Razzia hat bisher immer geklappt. Geht das nimmer? Doch, das geht, aber dann brauchst du mehr Personal und wir sind geizig. Weil denen nachts ja plötzlich alles egal ist. Ja, ich habe auch so das Gefühl, die haben nachts Bauwut und Grabwut und so, aber das ist gar nicht so schlimm mehr mittlerweile mit dem Abhauen. Also Niklas sind heute zwei entfleucht. Der hat da wieder nicht aufgepasst, aber naja, was willst du machen? Ist halt der Niklas. Der mobbt mich heute auch einen ganzen Tag, jetzt kriege ich das zurück. So. Niklas, kennst du das Spiel? Nein. Der mobbt dich, da kannst du mitmachen. Ja, klar kannst du das. Dafür streame ich ja, dass ich gemobbt werden kann. Das ist völlig in Ordnung. Dann müssen wir uns das Spiel mal angucken. Artrifical Defense. Weil wenn wir da jemanden unterstützen können, das machen wir doch gerne, ne? Ist das Multiplayer-tauglich? Weil wir haben nämlich so wenig Spiele in Hinterhand, wir brauchen dringend neue. Boah, das ist so eine anstrengende Arbeit hier, ne? Vor allem, weil das so ein bisschen zäh ist. Also man hat ein RTS, dann kann man Türme aufs Feld werfen, also TD. Dann schießt man Raketen und Ähnlichen und muss seine Punkte halten und so. Ja. Das ist ja mega. Bei der fällt mir ein, ich glaube, ich muss noch mal Command & Conquer spielen. Hört sich beim Erklären genauso kacke an wie Minecraft, aber im Spiel ist super. Ja. Hast du als Video aufgezeichnet, dann vielleicht schaffe ich es ja noch mal reinzuschauen. Dann gucke ich mir das Video mal an. So anteilsweise wenigstens. Das geht ja digital alles. Wir machen ja eh nicht so lange Prison Architect, weil der Niklas schläft ja schon. Der hat aber auch wieder viel gegessen heute. Sieh 10 Minuten in Wort rein und du weißt, worum es geht. Ja, guck. Ist auch schön, wenn es einfache Spiele sind. Ich bin ja schon in einem Alter, wo man das mit dem Erklären und so, ne?
Also ich will ja nichts sagen, weil mir leckt das ganze Spiel gerade extrem. Wen? Genau. Und irgendwie mit dem großen Bauauftrag dazu gar nicht in der. Du. Hier in den Zellen, die du gebaut hast, ne? Fehlt übrigens ein bisschen was. Bücherregale und so weiter. Kann das sein? Ja, keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Discord funktioniert wieder? Ja. Okay. Du hast meinen Niesen gerade nicht mitgekriegt, ja? Nein. Okay, weil ich hatte es ja schnell ausgeschaltet, weil... das kam ganz schnell, aber dann kam eine Fehlermeldung von Windows. So, super easy zu spielen, super schwierig zu meistern, sage ich nur. Ja, das ist doch was für uns, oder? Ja, wenn man das im Multiplayer spielen kann. Du guckst dir das bestimmt mal an, Niklas. Ich verlasse mich da voll auf dich. Bei deiner ganzen Freizeit, die du hast. Nee, ist nur Singleplayer. Ha. Ja, da hat sich sie erledigt. Also wie man sieht, es leckt wie Sau, das ist echt... Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich hier gerade Dinge ziehe. Weil wir müssen ja unsere hochgiftigen Wachkatzen in die Zellen schleusen. Aber ich brauche nicht mehr so ganz viel, bin gleich durch. So. Ja, heute war hier wenig los. Also ich glaube so, Prison Architect zieht jetzt die Leute auf Twitch nicht ganz so vom Teller. Habe ich irgendwie das Gefühl. Fallout oder alle andere Spiele, wo wir spielen. Das kann ich nicht sagen. Also mit meinem letzten Planet Zoo Stream war ich relativ zufrieden. Ja, jetzt außer Planet Zoo. Also es waren wirklich für so einen kleinen, krepeligen Streamer wie mich, waren das wirklich schöne Werte. So, nur noch der untere Bereich, dann haben wir sie alle. Ich glaube noch meine 5 Leute, wo immer so im Chat teilnehmen, aber irgendwie schaffe ich es immer nur auf 3. Hast du denn deine Durchschnittsanzahl schon? Von 3? Ja, die habe ich schon. Ich brauche jetzt hier 5 Leute, die im Chat teilnehmen. Ich habe maximal immer nur 3. Ja, aber das sind doch, weißt du, das sind alles so Informationen. Gib mir die doch einfach mal. Aber die müssen alle gleichzeitig teilnehmen, ne? Ich glaube schon, ja. Ich komme kurz aus dem Spiel raus, weil es leckt ja gerade eh nur. Ich bin fertig, ne? Mhm. Achievement so. Bringe 5 Zuschauer dazu, gleichzeitig am Chat teilzunehmen. Ja. Der nächste Schritt wäre dann, habe durchschnittlich 3 Zuschauer. Ja, danach habe ich doch gerade gefragt. Hast du doch gesagt, die hast du schon. Habe ich nicht. Lass mir nur wieder nicht zu. Ach, du drückst dich nur wieder aus wie so ein Pottwal auf Abwägen. Nämlich gar nicht. Mensch. Unglaublich. Ja, es gibt also keinen Multiplayer. Ach so, was schade. Von? Ja, das Schlimme ist, ich habe nur so viele Spiele, die dringend angespielt werden müssen. So als letztes Test, ne? Das ist unglaublich. Ich komme zu nichts mehr. Ich weiß nicht. Ich frage mich aber auch ehrlich gesagt, wo immer die Zeit bleibt. Hey, kannst du das Gefängnis mal ganz kurz speichern? Löschen. Sehr gut. Dann gehe ich nämlich jetzt gespeichert. Mal aus dem Spiel raus. Also ich habe gerade 9 Stunden am Stück dieses Spiel gesuchtet und morgen wird es sicher länger. Gut. Ich wenn man Zeit hat. Aber verlassen? Hallo? Ich gucke mir gerade an, was der Niklas macht. Doch, gib dem Spiel Zeit. Ja, ja. Kein Problem.
Also wie er auch im Hintergrund darauf hinweisen muss, dass er Mitglied ist, ne? Ja, was denn? So. Ja klar. Das ist teuer Geld, sollte ich doch sagen. So. Kann ich aber ganz kurz was anderes gucken. Wenn ich gerade schon aus dem Spiel draußen bin. Hallo, du sollst hier ein Let's Play streamen und nicht irgendwas anderes machen. Also, Leute gibt's. Mich lässt er hier im Elend allein. Am Montag gehe ich in einen selbstverordneten Entzug, weil in circa einer Woche eine teure Prüfung ansteht. Also in Entzug im Sinne von nicht mehr spielen, hoffe ich. Und nicht Drogen, Alkohol, Nutten. Die schönen Dinge. Hm? Warte mal. Hm? Was? Was? Wo? Um was geht's in der Prüfung? Bin da immer neugierig. Nutten, Koks, Alkohol. Da kenne ich mich aus, hör mal. Da kann ich dir aber was zu sagen. Ach ja. Ich wäre Meister. Ja, gut, Meisterprüfung. Oh. Aber ist es die Meisterprüfung? Oder in welchem Fachbereich? Jetzt könnte ich Steffen sagen hier, dass es bis maximal 4 Leute geht. Sag ich doch. Ja. Habe ich ihm ja auch schon gesagt. Das ist uns eigentlich so. Aber hast du gar nicht gesagt. Hab ich gesagt, gibt sogar einen Beweis dafür. Guck dir das Video an und mach da einen Clip raus. Nein. Mein Gott. Jetzt hast du irgendwas kaputt gemacht. Das kommt davon, wenn man alte Menschen und die Technik lässt. Ja. Das ist eine von 4 Prüfungen, bestehend aus 8 Prüfungen. Also hast du 32 Prüfungen und 4 Prüfungen zusammenge... Was? Verkäuferprüfung? Nein, Kaulquappenprüfung. Wo eine Prüfung aus mehreren tausend Prüfungen besteht. Die eine beschissener als die andere ist. Ach, die waren super. Nur weil du das mit dem Computer wieder nicht hingekriegt hast. Guck, ich habe meine Prüfung teilweise auf Anhieb bestanden. Ja, weil ich also ja nicht so ein wirtschaftsverbauster Querdenker bin wie ihr. Genau. Da gibt's Sinn. Nein, außer du siehst mich in 2 Personen. Überhaupt. Ich denke halt einfach positiv für die Menschen, ja? Und hier so kapitalistisch. Ja, natürlich. Also 4 Prüfungsteile und diese bestehen aus 8 Klausuren. Da sind da 32 Klausuren. Oh Gott. Oder 2 pro Prüfungsteil. Das geht natürlich auch. Er wollte mir noch einen Typen grillen. Und noch die Chance dazu. Wen möchtest du denn haben? Den anderen Alex jetzt. Ich hab was gegen Alex. Wo ist denn der? Das. Ganz links. Alex grillen. Auf. Dein Kommando. Juhu. Ich kann eh nichts machen, ich muss eh nicht. Ja, aber du wolltest den haben. Ich lehne mich zurück und sage, ich war's von nichts. Ich bin nur stiller Zuschauer. Ich habe hier mindestens einen Zeugen, der gesagt und sagen kann, dass du den armen Alex grillen wolltest. Weil du alle Menschen mit Namen Alex hast. Nein. Wen denn? Na, ich kenne zum Beispiel einen Boxer, der heißt Alex. Aber der kloppt dir. Beweise, wo du hast. Ja, warte, du musst doch erstmal abschließen, das Video. Solange ich hier noch streame, ist das Video nicht abgeschlossen. Achso, jetzt brauchst du wieder ein Video dafür. Naja, Videobeweis, du kommst aus dem Sport. Was anderes versteht ihr doch nicht mehr. Mal selber hingucken und eine Entscheidung treffen ist ja nicht mehr. Das muss euch ja irgend so ein geheimer Schiedsrichter irgendwo in Schwalmtal in Niederkirchen, der da am Monitor sitzt. Das war ein Foul. Was war das früher einfach? Was? Da hat man selber gesehen, ob es ein Foul war. Aber heute, nein, da müssen wir per Kamera aufnehmen. Aus 37 verschiedenen Dimensionen gucken. Bevor wir uns entscheiden Mit dürfen. Dem Sport habe ich schon länger nichts mehr zu tun. Ja, ja. Du bist doch ja Fußballfan von diesen TuS 90. Ne, wie heißen die? Ja, schon, aber Fußball ist ein ganz alter. Ja, ich weiß, seit 6 Wochen gibt es den nicht mehr. Aber es fängt wieder an. Mit Corona. Nee, Teil 2. Die jetzigen bestehen aus den Klausuren. Teil 3 ist 4 Klausuren oder so. Die habe ich aber schon. Dann gibt es Teil 4. Das ist nur eine Unterweisung und ein Gespräch. Und dann kommt Teil 1. Da wird geguckt, ob wir das praktisch können. 5 Teile, wo man Praxis zeigt.
Kann das sein, dass unser Gefängnis zu groß geworden ist? Nee, wie kommst du darauf? Weil es gerade echt ein bisschen ruckelt. Bei mir ruckelt es dafür nicht mehr. Was brauchen die denn so lange? Ja, die eine Patrouille, die findet den Weg nicht.